2 mit alten Bekannten vor allen Dingen. Ich bin der einzig wahre Nils. Hallo. Mit Nils. Devin heißt jetzt Nils, weil er der einzig wahre Nils ist. Das ist nämlich der andere Nils. Hallo. Und der war letztes Mal leider ja verletzt. Aber jetzt bin ich wieder da. Und ich hab's überstanden. Ihr seid jung, brutal und gut aussehend. Und Ricky kann richtig toll bowlen, es sei, sei denn die Bahn ist schief. Ja genau, die ist schief. Danke für die coole Woche. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Und Laura hat total toll müde sein. Ich sag jetzt nicht zu den Nippeln. Bis zum JAV2. Bing, bing. Ich frag dich jetzt was zur Vanillesoße. War die gut? Die war super gut. Lecker, lecker. Ich habe nämlich ausschließlich Vanillesoße zum Nachtisch gehabt. Nur Vanillesoße. Super lecker. Guten Tag. Das ist übrigens Florian. Oh nein. Florian ist eigentlich Niklas. Ich habe Niklas gesagt. Niklas? Wer ist denn Niklas? Niklas? Wer ist Niklas? Heißt das nicht Niklas? Niklas! Du weißt einfach. Also. Und wie Ingo sagen würde, keep rocking. Hallo. Und B-Rick. B-Rick. Big Dick Rick. Ja, cool. Big Dick Rick ist auch hier und ich weiß nicht, was Big Dick Rick so in so einem Hotel so macht. Außer alle Hauptmenüs essen. Das kann ich gut. Das kann ich gut. Ach, Ingo, ich sehe aus wie ein Stück Scheiße. Also wenn so ein Stück Scheiße aussieht, dann stehe ich ab sofort total auf Scheiße. Oh, süß. Oh. Süß. Wir kommen wieder. Kleine Frage. Hashtag nur Filter, oder? Hashtag Filter nicht von Nöten. Hashtag filterfrei, Hashtag auf geht's nach Hause, Hashtag Borderline nicht dieses Mal. Im Wein. Robert hätte dich fast wieder zum Wein gekriegt. Ja, aber Gott sei Dank hat das nicht geschafft. Sonst, ja, genau. Wollen wir nicht. Wir und wir grüßen noch den dritten Nils im Bund. Genau, den, nicht den einzig wahren, auch nicht den, den mit der Hand kaputt. Den Nils. Den Haus-Nils. Genau, den grüßen wir. Den holen wir zum JAV 3 wieder dazu. Tschüss! Seminarjahr 2017 ist zu Ende. Und war schön wieder mit denen. Ja, war richtig geil. So eine Truppe. Also das war so eine coole Gruppendynamik. Gerade weil sie sich alle kannten. War ein richtig geiles Seminar. Ja. Nochmal ein runder Abschluss fürs Jahr. Und ich glaube, so können wir alle entspannt in die Weihnachtsferien gehen. Ja. Das machen wir jetzt auch bald. So, dann mal ein bisschen Gas geben. Und wir haben es geschafft, als Team als erstes vom Hof zu sein. Haben wir auch noch nie gehabt. Aber wir müssen auch einen Zug kriegen. Ich bin wieder in Berlin angekommen. Mittlerweile ist es 21.30 Uhr. Ich bin im Büro und habe jetzt gerade festgestellt, dass ich Trottel meine Kopfhörer im Taxi habe liegen lassen. Ich habe zwar die Quittung und damit die Taxinummer, aber das bringt mir wahrscheinlich herzlich wenig. So ein Scheiß, ey. Das sind mal 330 Euro die Toilette runtergespült. Scheiße. Ich habe mir erstmal Kaffee im Stück vom Glück geholt. Thermobecher. Die Kopfhörersituation ist noch nicht klar, aber ich habe zumindest Kontakt aufnehmen können zu dem Taxiunternehmen, was gar nicht so einfach war. Jetzt mal gucken, was passiert. In jedem Fall werde ich mir die Dinger wieder kaufen, weil jetzt renne ich gerade mit diesen Apple-Teilen durch die Gegend und ich hatte noch nie schlechtere Kopfhörer als diese Apple-Scheiße. Das ist der letzte Rotz.
ärgerlich, dass die Kopfhörer weg sind, aber wenn man so viel unterwegs ist wie ich, dann ist es eigentlich nur eine reine Wahrscheinlichkeitsrechnung, dass man irgendwo irgendwas liegen lässt. Von daher habe ich einen ziemlich guten Schnitt, weil ich ehrlich gesagt mich nicht daran erinnern kann, das letzte Mal was vergessen zu haben. Ich glaube, das letzte Mal war meine Oakley-Brille und das ist schon ziemlich lange her. Von daher, mein Gott, ich verbuche das einfach unter Betriebskosten. Aber in meinem Adventskalender hatte ich wieder 2 Rubbellose. Vielleicht ist es ja gar kein großer Charme. Miete. Also ich habe 1 € gewonnen, aber habe ich das Los jetzt so zerkratzt. Da bin ich ja mal gespannt, ob die das anerkennen. Oh, hier joggen so viele. Ich war gestern joggen. Wir sehen uns in der nächsten Woche mit einem Weihnachtsspecial. Oder auch nicht. Bis dann.